so eine Perschiff, dass so kurz nach deinem Erfolg bei der Europameisterschaft, ein ganz knapper Sieg, wieder Europameisterin geworden, schon in Innsbruck beim Training. Wie gefällt es dir dann in Innsbruck? Gut, ich meine, man hat eine super Aussicht. Das ist ein bisschen was anderes wie bei uns in Deutschland. Wenn man vom Strand rausgeht, hat man die Bergfeiern. Ich mag Berg ganz gerne, ich bin total gerne in die Berg und ja, die Leute sind lässig da und ich trainiere halt gern mit denen zusammen. Jetzt nochmal zurück zur Europameisterschaft, das war ja ein denkbar knappes Ergebnis. Wie hast du das, wenn du es jetzt Revue passieren lässt, nochmal empfunden, der letzte Schuss und dich da alles Entscheidende, wie war das für dich? Gut, ich meine, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wie es ausschaut in dem Moment und ich habe das dann erst nach dem Finale erfahren, dass es bloß um ein Zehntel war. Ich meine, ich habe eine lange Durststrecke jetzt gehabt, von den Titeln her und klar, die Freude war dann umso größer, das ist ganz klar. Und gut, EM-Titel ist jetzt schon wieder für mich jetzt eigentlich schon wieder abgehackt, weil jetzt ist KK-Saison. Und ja, und wie man sieht, haben wir fleißig am Trainieren. Jetzt kommen wir ja Gott sei Dank schon wieder ins Freien aus. Ja, und jetzt hat man neue Ziele. Und dann muss man wieder neu vom Training anfangen. Neue Ziele, du hast zwar gesagt, du hast eine lange Durststrecke gehabt, jetzt wieder einen Europameistertitel, aber du bist ja schon sehr, sehr lange im internationalen Geschäft, du hast ja sehr viele Erfolge, die kann man jetzt gar nicht aufzählen, die Schützen wissen das. Wie schaffst du das, dich immer wieder neu zu motivieren? Weiß ich nicht, ich sage immer, solange der Spaß dabei ist und ich glaube, solange man es gern macht, hat man Ziele und nachher trifft man auch was. Und dann geht man auch gern zum Trainieren. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt eine normale Arbeit hätte, wenn mir die Arbeit Spaß macht, gehe ich jeden Tag gern, stehe auf, gehe ins Büro oder keine Ahnung wohin und mache meine Arbeit. Und genauso ist es halt bei mir auch. Ich stehe in der Früh auf und ich mache meinen Job gern und durch das, glaube ich, kann man über so viele Jahre so gut schießen. Gut, ich meine, es passt natürlich auch, wenn die Leute zusammenpassen wird, so zum Beispiel jetzt da das Training und wenn er halt sehen, wie der Bali dabei ist, das ist einfach, weiß ich nicht, macht halt einfach Spaß. Aber der Europameistertitel jetzt vor kurzem, der hat dich schon wieder sozusagen neu motiviert, der war wichtig. Ja, das war halt natürlich jetzt auch ja, so eine kleine Bestätigung, weil ja seit letztes Jahr Herbst ein neues Gewehr schießt, das von Walter. Und das ist halt dann auch noch irgendwie so eine Bestätigung war, es war richtig, was ich gemacht habe, es war eine Bestätigung und dann gleich ein EM-Titel, das ist einfach, das ist ein positives Erlebnis und da zieht man ja wahnsinnig viel draus und da hat man dann vielleicht sogar wieder einen Tick mehr Motivation, nochmal richtig anzupacken. Das Walter harmoniert wahnsinnig gut mit der Lab-Ammunition und das ist eigentlich das Beste, was mir passieren hat können, sage ich jetzt mal. Labor schießt du schon lang? Labor schieße ich schon lang, ja. Also von der Munition her, die habe ich schon seit, ich glaube, fast 10 Jahren. Aber jetzt mit dem neuen Lauf dazu, glaube ich, haben wir auf dem richtigen Weg. Mentales Training ist natürlich eine sehr persönliche Sache, redet man nicht gern, aber kannst du uns ein bisschen was, gerade ans Geheimnis vielleicht verraten, was du da so machst und wie wichtig mentales Training für dich ist? Geheimnis, ich mache eigentlich keins. Nein, ich weiß nicht, dass es so mental ist. Nein, so richtig jetzt. Explizit, wie man das mentale Training kennt, mache ich nicht. Die Sonja, die hat eine wahnsinnige Gabe, sich auf den Punkt zu konzentrieren zu können. Also das haben wir selten sowas. Man, sie trainiert natürlich auch sehr konsequent, immer noch fast täglich, mehrere Stunden. Wie kann man das durchhalten so lange? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das sind nur Ausnahmeleute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Thema Trainer. Was kann ein Trainer einer Weltmeisterin, Europameisterin, was kann ein Trainer der noch sagen? Ja, es gibt immer wieder Sachen. Ich meine, wir haben gerade das Thema gehabt, umso besser wie man wird, umso mehr Eigenheiten hat man, sage ich jetzt einmal. Und ab und zu macht man sich über Kleinigkeiten einfach viel zu viel im Kopf und man wird halt einfach zum Tippfallscheißer, sage ich jetzt einmal, sagt man bei uns. Und dafür ist dann der Trainer da, dass er einen wieder runterholt auf den Boden der Tatsachen, wie es normal läuft und der riecht dann halt noch wieder in die Linie rein, wo man hingehört und dann passt das wieder. Also da ist oft nicht einmal so technische Sachen, einfach bloß ja, einfach wieder runterholen oder wieder in Spur bringen, sage ich jetzt mal. Das nette Wochenende in Innsbruck ist jetzt bald einmal vorbei, du hast viel trainiert, wir haben jetzt auch ein bisschen gelacht, du hast uns sogar ein Interview gegeben, vielen Dank nochmal dafür. Was nimmst du da mit, wenn du wieder zurückgehst nach München? Die Ruhe. Die Ruhe nehme ich mit und ja, das schöne Feeling, die gute Aussicht, das nehme ich mit.